Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Es ist wieder Zeit für Kochen. Mal anders. Es ist wieder tolles Wetter. Wir haben wieder unheimlich Glück. Ja, wir haben immer mit dem Wetter Glück, liebe Zuschauer. Denn wir feiern heute ein Fest, und zwar das Oktoberfest. Das Kochen mal anders Oktoberfest. Dazu brauchen wir natürlich auch die nötigen Speisen und Getränke. Und dafür holen wir uns jetzt erstmal lecker Bier. Und hier zwar hier im Vogelbräu. Und da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir rein. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Vogel. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Schöne Überraschung. Ja, eine Überraschung. Wir wollen heute ein bisschen feiern. Wir haben nämlich ein ganz spezielles Event heute vor. Unser Kochen mal anders Oktoberfest. Ja, dann müssen wir heute kein Pilz trinken, sondern ein Festbier. Das ist klar. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Ja, das glaube ich, sind wir hier genau richtig für ein schönes Festbier, oder? Möchte ich nicht widersprechen. Wir wollen was zapfen. Gut, dann müssen wir gerade hier um die Ecke, dann zapfen wir das mal ab. So, Herr Vogel, wie bekommen wir denn jetzt das Bier hier aus dem Laden? Ja, wir haben spezielle Flaschen, Siphon nennt man die, und da haben wir verschiedene Größen. Und da kann man das ganz einfach reintun und mitnehmen. Oh. Das sieht so aus. Und so kommt jetzt hier der Karlsruher, der Durlacher hin? Ist das so eine Mehrwegflasche oder? Der Karlsruher und Durlacher, der hat diese Flasche schon lange daheim und der kommt dann jede Woche mehrmals und füllt sich diese Flasche ab, je nachdem, was wir für ein Bier haben, und nimmt es dann mit heim und trinkt es. Und das sind jetzt 2 Liter? Das oder? Ist jetzt die 2 Liter, das ist die gängigste Größe. Wir haben noch die kleinere Sache und für einen größeren Durst die 3 Liter. Haben unsere Gäste großen Durst? Wir nehmen auch für 2 Liter. Okay. Und wie funktioniert das jetzt genau? So, die Flasche muss ich jetzt natürlich als erstes mal ausspülen. Die ist schon vorgereinigt, die ist also top sauber, aber ich mache natürlich sicherheitshalber immer noch mal hier sauber. Dann brauche ich einen Dichtungsgummi. Den mache ich jetzt auch noch mal sauber. Und wenn jetzt alles klappt, habe ich die genau richtig hingestellt. Perfekt. Und dann geht's los. Jetzt spanne ich jetzt erstmal ein bisschen vor. Wenn ich jetzt das Bier reinlaufen lassen würde, würde das schäumen wie im Glas. Deswegen mache ich jetzt einen kleinen Überdruck. Und jetzt läuft dann das Bier los. So dass es praktisch ohne Schaum hochgeht. Ist es dann genauso schwierig, weil manchmal ist es ja so richtig Bier zapfen, das ist ja auch nicht so einfach, ne? Muss man das da auch so beachten, dass der Schaum irgendwie bestimmt? Ja gut, ich will hier keinen Schaum. Ich will ja hier jetzt das reine Bier. Wenn ich jetzt, ich habe hier Überdruck. Hier ist jetzt 1,5 Bar Überdruck drauf. Wenn ich jetzt den Druck wegmache, schäumt es sofort. Deswegen diese ganze Vorrichtung, das ist ja auch nicht gerade alltäglich. Und jetzt wird das Bier hier optimal abgefüllt. Man sieht ja, jetzt ist es voll. Jetzt lasse ich das noch ganz kurz hängen. Und dann ist es schon fertig. Und schon haben wir 2 Liter. Ratzfatz, dann das Oktoberfest beginnen. Sieht total ein schön aus. Hier das Handtuch, ne? Speziell zum Oktober. Der Inhalt. So, bitteschön. Wunderbar, kriegst du das. Oh, 2 Liter. Jetzt kann es losgehen, oder? Losgehen. Oh, Sören, guck mal. Ja, Karima, ich glaube, hier sind wir genau richtig, oder? Ja, ich würde sagen, würde dir das gefallen? So Lederhose? Oh, Herr Anders in Lederhosen, das können wir richtig gut vorstellen. Oh, Karima im Dirndl, ne? Da können wir einiges vorne zurechtdrücken. Da gehen wir mal rein, oder? Da gehen wir mal rein. Juhu. Karima, hier kannst du dich Hallo. Jetzt mal austoben. Hallo, wie kann ich euch helfen? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, wir brauchen eine Runde Pärchenlook und zwar heute wollen wir gerne mal im Dirndl ausgehen. Ja, wir auch? Heute ein Fest, ja. Eine Lederhose natürlich auch für dich. Natürlich. Also Dirndl nicht, aber eine Lederhose. Dann gucken wir mal, wir haben bestimmt was Schönes für Sie da. Also sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Dann setze ich mich erstmal hin. Ja, nehmen Sie Platz ein bisschen, gucken Sie zu. Ich mache es mir bequem, weil ich kenne Sie ja. Es dauert bestimmt etwas länger. Okay, dann schauen wir mal. Ja. Hier haben wir zum Beispiel ein edles, das ist mit so grün und pink. Das wird auch gut passen zu Ihrem Haar. Mhm, und der Mann bekommt dann auch ein schönes Hemd dazu passend. Da gibt es nämlich sowas mit dem karierten Muster. Okay. Oder, was schauen wir dann nach? Das wäre doch nicht schlecht. Das ist mal so ein Mini-Dirndl. Trägt man im Moment auch auf der Kansche der Vase oder Oktoberfest. Mit Ballerinas, Petticoat drunter. Ne? Können wir auch mal gucken. Ich hätte auch was Schönes hier gefunden. Guck mal, Karima. Findest du das? Das ist eine Lederhose. Ich will schon einen Dirndl anziehen, also, keine Lederhose? Nee, die hast du ja schon an. Okay. Wir bleiben beim klassischen Dirndl. Lederhose können wir vielleicht mal, wenn man einen Dirndl hat, mal noch dazu kaufen. Ne? Okay.
Was muss man denn da jetzt beachten? Also ich brauche ein Dirndl, dann braucht man doch irgendwie so eine Bluse. Sie bekommen noch ein Blüschen dazu und dann hier, dass sie nicht frieren, so ein Strickwestchen dazu und natürlich ganz wichtige Dirndl-BH. Dirndl-BH? Ja, das muss natürlich den Busen ein bisschen heben. Damit richtig Holz vor der Hütten ist, oder? Richtig, richtig. So, dann wären wir bei den Blüschen. Ja, da gibt es auch verschiedene Blüschen. Einmal ein bisschen was, was zu ist. Aber man kann hier das Knöpfchen aufmachen, dann sieht man das auch mit dem Balkon. Mhm. Was auch ganz nett ist, sind so Carmen-Blüsle. Ja, sieht auch gut aus. Ja, auch nicht schlecht. Und was haben wir dann noch? Dieses hier. Da kann man so ein bisschen runterziehen und dann... Sehr schön. Probiere ich alles an. Probieren wir alles mal an. Gut, machen wir. Und jetzt den BH. Oh. So, dann schauen wir mal gerade durch, die Größe. Sie haben auch schon ein Auge dafür, ne? Ja, natürlich. Jahrelange Erfahrung mit sowas. Ja. Ah ja, da ist er ja schon. Den probieren wir dann mal an. Ich gebe ihn gerade mal in die Hand. So. Ich bin gespannt. Und dann gehen wir mal zur Kabine und legen los, gell? Gerne. Gott. So. Oh, jetzt bin ich dran. Ja. Haben wir doch langsam Zeit. Habt ihr lange genug gebraucht, oder? So, Frau Bemann, dann müssen wir jetzt noch passende Hemdchen finden. So. Ja, da schauen wir mal. Zuerst gucken wir mal nach der Lederhose. Das ist so die klassische Lederhose. Klassisch ist immer gut, die nehmen wir. Okay. Ganz spontan. Nicht weiter, gut. Nee, nicht weiter. Okay. Dann würde ich sagen, zu den Pinktönen vom Kleid suchen wir uns pinkfarbenes Hemd aus. Ja, da hängt ja schon eine passende Kombi. Das kann ich doch gerade so nehmen, oder? Dann nehmen wir die. So. Und notfalls holen wir noch ein anderes Hemd, falls es nicht passt. Falls nicht passt. Da gucken wir mal. Und ob es passt, das Schuhwerk machen wir auch dazu. Und die Socken natürlich, ganz wichtig. Ja, die Socken sind ganz wichtig, ja. Damit ich nicht friere. Damit sie nicht friere, ne? Ja. Und das sind die Schuhe? Und das sind die Schuhe. Super, nehme ich mit. Nimm mal alles mit, probiere mal alles. Ja, Sören, was sagst du jetzt dazu? Sehr schön. Ich glaub, nimmst wir passen, du mich so mit? Ich nehme dich so mit und wir passen, glaube ich, hervorragend zusammen. Ich würde auch sagen, also großen Dank an Frau Obermann. Gern geschehen. Super, sieht so aus, echt. Hier im Schöpf-Modehaus haben wir alles bekommen, ne? Toll. Schönes Paar. Da kann es losgehen. Da wird auch ein bisschen getanzt. Ja, genau, getanzt gell? Halt. Jetzt müssen wir natürlich noch den Rat von der Expertin hier des Hauses holen. Guten Tag. Es freut mich, dass Sie so gut aussehen jetzt und so fabelhaft alles zusammenpasst. Ja, dank Ihrem Team hier im Modehaus haben wir es geschafft. Die Frau Obermann, die war tatkräftig. Dann wünsche ich Ihnen aber viel Erfolg. Ja, Sie sehen beide so super aus. Die Leute werden Sie richtig bewundern. Ja, Grötzi miteinander. Wir sind heute mal wieder in unserer Location angekommen zum Kochen. Wir haben getanzt und wir haben das passende Outfit. Das haben wir schon und wir haben schon Bier geholt, weil für unsere Gäste, denn heute haben wir eine lustige Runde. Es wird passend zur Deko blau-weiß. Es wird steuerlich und verrückt. Und es wird lustig. Ja, und dazu kochen wir Oberster. Den kochen wir nicht, der ist fast schon wie früher vom Tisch runtergelaufen. Und heute werden wir einen leckeren Brotaufstrich machen. Was gibt's denn sonst noch so typisch auf dem Oktoberfest? Weißwürstchen. Brezel. Und den Senf nicht zu vergessen. Genau, also es wird sehr lustig. Hallo. Hallo, grüß Hallo. Gott. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid, nicht überkreuzt. Ja, danke. Ja. Hi, servus. Grüß dich. Servus. Dann kommt mal rein in die gute Oktoberfestung. Oh, das ist ja wunderschön dekoriert. Ja, wir hoffen, ihr habt auch Hunger mitgebracht. Wahnsinn Zufall. Heute noch nichts gegessen. Sehr gut. Wir lassen uns überraschen und werden natürlich alles wunderschön genießen. Ihr könnt euch auch vorstellen, was es heute gibt, oder? Das sieht schon mal sehr gut aus, oder? Weißwürst ist gut, ne? Ja. Aber wir haben auch Bier schon für euch geholt, damit die Brezel nicht so trocken werden. Also gut, dann geht's los. Jo. So, wir haben natürlich eine kleine Überraschung vorbereitet. Okay. Wenn wir schon mal einen KSC-Profispieler hier haben bei uns, bei Koch mal anders. Ein tolles Tor, oder? Super.
Ist ein bisschen kleiner geraten, aber das macht dir ja gar nichts aus. Das macht nichts, nein. Jetzt könntest du mir natürlich ein paar Tricks zeigen. Ich mache mich natürlich wieder zum Affen hier, aber da gibt es doch bestimmt den ein oder anderen Trick so beim Kicken, oder? Ja, es kommt darauf an, wie du ihn spielen willst. Ob du mit dem Spann schießen willst oder wenn du mit der Innenseite vom Fuß. Innenseite wäre dann so? Ja, genau. Einfach, indem du den Fuß auswinkelst und dann versuchst, den Ball ins Tor zu schießen. Aber das ist natürlich unter erschwerten Bedingungen. Ich wollte gerade sagen, wir haben leider keine Luftpumpe gehabt. Von daher hast du ja schon das erste Alibi. Genau, genau. Also probieren wir das mal, oder? Ja, klar. Jetzt bist du ja Profifußballer und bist 28 Jahre. War das für dich jetzt schon immer so ein Traumjob, Fußballer zu werden? Ja, ich bin damit reingewachsen. Also ich habe in der Jugend schon bei Bayern München spielen können und bin dann dort Jahr für Jahr immer weiter hochgekommen in der Jugend. Und ich sage mal so, ab der B-Jugend, ab der A-Jugend merkt man schon, oh, es könnte vielleicht sogar in Richtung Profibereich gehen. Was wäre für dich so eine Alternative? Also sagen wir mal, du hörst irgendwann mit dem Fußballspielen auf. Was wäre für dich dann so, ich sage jetzt mal noch, so ein anderer Traumjob? Ein anderer Traumjob, ja. Also ich meine, wenn man im Fußball bleibt, dann wäre es natürlich auch sinnvoll, im Fußballgeschäft auch nach der aktiven Zeit zu verharren. Und ich glaube, dass ich jetzt eher auch ein Trainertyp bin, weil ich mir viele Gedanken mache, was auf dem Platz passiert und denke, dass ich da sicherlich mal einen Fuß in die Tür setzen würde. Wir machen heute Obatzda, den klassischen Obatzda. 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 Muss ich ja gar nicht mehr nach München fahren, nee. Zum Oktoberfest. Richtig. Oktoberfest in Karlsruhe. In Karlsruhe. Mit Sören Anders. Genau. Toll, mit dir, ne? Klassischerweise. So, wie fangen wir jetzt an? Nehmen wir Butter. Obatzda ist ja so, da ist ja genommen worden, weil der Käse noch mal ein bisschen aufgepimpt worden ist, weil der Käse dann etwas alt war. Mhm. Dann nehmen wir jetzt die Butter hier. Aber der Obatzda, der kommt aus München. Ja, der kommt aus München. Direkt aus München kommt, weiß ich nicht. Das darfst du schon mal aufschlagen. Da gebe ich jetzt schon mal ein bisschen Pfeffer hinzu. Das muss ja auch noch arbeiten. Ja, klar. Ich habe gemeint, ich komme nur zum Essen und zum Trinken. Guck mal, ich zeig dir jetzt einen Trick. Machen wir die Schüssel hoch. Dann rutscht die Schüssel nicht. Ah, toll. Was mich immer so interessiert, müsst ihr auch immer so total auf eure Ernährung achten? Also gerade wenn ihr so in der Trainingsphase seid, vor dem Spiel zum Beispiel? Also gerade bei Spielen ist natürlich schon ein strikter Ernährungsplan vorgegeben. Also wir essen ja auch meistens bei Auswärtsspielen, also nicht meistens immer bei Auswärtsspielen, auch in den Hotels. Das ist klar, dass wir dort halt sehr kohlenhydratreiche Nahrung bekommen. Ja, was jeder zu Hause isst, das kann man nicht kontrollieren. Da ist jeder selbst verantwortlich. Aber natürlich, wenn man einmal in der Art undiszipliniert ist, dann fällt das vielleicht nicht ganz so auf. Aber wenn man regelmäßig sich falsche Ernährung hingibt, dann ja, wird das sicherlich nicht leistungsfördernd sein. Klassischerweise kommt auch noch ein Eigelb dazu. Das mache ich dann am Wochenende. Kannst mach ich gleich mal. Oh, Batz da. Oh, alles rein. So, jetzt haben wir hier unseren schönen Käse. Dann kann man jetzt einen Brie nehmen oder irgendeinen anderen Weichkäse. Nicht der Obatzda auch auf deiner Karte auf dem Tombeck? Nein. Nicht? Nein. Da müsste man ein anderes gastronomisches Konzept noch machen. Ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht während der Oktoberzeit. Nee. So, das würde jetzt erstmal lang. Muss ich kurz aufhören zu gehen. Genau, abklopfen. Dann noch ein bisschen Creme Fraiche reingegeben, dass das Ganze milder wird. Guck mal, den Käse, kannst du in die Spüle legen. Das stinkt super. So. Und jetzt verrühren. Ja. Aber du machst ja nicht nur aktiver, sondern du bist auch jetzt quasi mit mir gemeinsam aktiv auf dem Messplatz, oder? Jawohl, wir haben ein neues Projekt gestartet dieses Jahr, und zwar das Gracie Palace. Und wir sind ganz gespannt, was uns da jetzt im Ende November und im Dezember erwartet.
Der Kartenverkauf ist sehr gut angelaufen. Wir haben jetzt über 3.800 Tickets verkauft und wir sind also sehr hoffnungsfroh, dass dieses Projekt auch einen Erfolg geben wird. Ja gut, also zu essen haben wir ja schon mal da, also da kann ja nicht mehr so viel dann schief gehen. So, bist du ja fast schon soweit fertig. Jetzt geben wir noch ein bisschen Kümmel hinzu. Und noch ein bisschen Paprika. Das heißt eigentlich dann arbeitest du aller Liebherr? Ja. Perfekt. Warum? Ja, so halt. So, jetzt geben wir noch ein paar Zwiebeln hinzu. Die geben wir auch ganz hinzu. Die kannst du jetzt auch nochmal reinrühren. Und wie sind deine Erwartungen für das Crazy Palace? Also ich glaube da, dass es eine spannende Spielzeit wird. Mit vielen lustigen Menschen, die man da kennenlernt. Einmal natürlich die Menschen hinter der Kulisse, die man natürlich jedes Mal begegnet. Die ganzen Künstler, die aus aller Welt kommen. Ich glaube, dass es schon eine lustige Künstlerrunde werden kann. Aber natürlich auch die Gäste, die Gesichter der Gäste zu sehen vor und nach der Show. Also vielleicht gehen sie zur Show etwas, sag ich mal, verhalten rein. Und ich hoffe einfach, dass sie nach der Show sehr glücklich rausgehen mit einem tollen Lächeln auf dem Gesicht. Wie sind eigentlich deine Gäste? Oder wie ist die Reaktion deiner Gäste, die dich auf dem Tomberg besuchen? Wirst du häufig angesprochen auf das Crazy Palace? Ja, ich werde sehr häufig angesprochen. Die fragen immer, wie man das alles so macht und so. Und dann sage ich, ja, das funktioniert alles. Ist alles. Aber als Tausendsassa ist ja das für dich. Ja, das ist auf jeden Fall keine große Schwierigkeit, diese Projekte durchzuführen. So, Günther. Jetzt sind wir eigentlich schon fertig, ne? Obatzt ist. Das patschen wir jetzt nachher rein. So. Haben wir denn gerade fertig gehört? Ja, fertig. Wir sind fertig. Es ist angerichtet. Es ist angerichtet. Wir haben das hier jetzt schon gemacht. Riecht nach Zwiebeln. Sehr lecker. Oh. Alles frische Produkte, ganz frischer Arbeit. Wo die grüne Isar fließt, wo man mit Grüß Gott dich grüßt. So, wie geht es denn jetzt hier mit den Weißwürsten? Na ja, jetzt würde ich sagen, jetzt stoßen wir jetzt. Ja. Stimmt, stimmt. Also, was sagen wir auf Oktoberfest? Zum Wohl. So. Okay, jetzt sind wir gespannt. Man nehme Messer und Gabel in eine Hand, in beide Hände. In beide Hände? Und dann. Okay, ich guck schon. Ich meine den Senf. Dann schneidet man am Ende ein bisschen an, aber nicht ab. Okay. Nicht ab. Also unten sollte die Haut noch dran sein. Und dann sticht man hier rein und dreht es raus. Oh, das ist ja praktisch. Also einen geraden Schnitt. Und dann dreht man es quasi mit der Gabel. Jetzt habe ich aber die ganze Wurst auf der Gabel. Ja, man darf nicht, durchstechen. Ich habe nicht durchgestochen. Wie hast du das gemacht? Hast du die Gabel so rein? Ne? Also man, so? Genau. Und wie kommt es jetzt hoch? Und jetzt musst du es intensiv durchdrehen. Und also rausdrehen. Ja. Und dann hast du es in der Hand. Das und das ist, ja ist glaube cool. Ich weiß nicht, du bist ja der Profi, Sören, auch ein kriegst Zeichen, wie frisch die Weißwürste sind, oder? Ob das gut oder schlecht ist. Ja, aber irgendwie. Oh, du musst jetzt die Gabel reinstecken? Am besten reinstechen und einfach so leicht rausdrehen. Also, ich mache es nach meiner traditionellen Methode. Hauptsache weiter schmeckt. Geht das dann. Mhm. Erst einen geraden Schnitt und jetzt einen diagonalen Schnitt. Und wieder reinstechen und wieder rausdrehen. Das hast du nicht gewusst. Nee, aber ich habe auch nie so viel Zeit zum Essen. Du isst die am Stück einfach wahrscheinlich ja, gleich rein. Ja, jetzt einfach so mit Haut. Ich habe meine komplett ausgezogen, guck. Ja, das war ja klar. Ne? Ja, jetzt ist es ja bald soweit, ne? Nächsten Monat fängt Crazy... Nächsten Monat haben wir jetzt. November, Ende November geht's los. Crazy Palace. Ja. Und da sind wir ja ganz schön gespannt, was das hier in Karlsruhe... wie das so ankommt, aber es kommt ja gut an, laut Kartenverkauf. 3.200 Tickets sind schon verkauft. 3.800. Wow, mittlerweile. Verkauft, ja. Dass es so gut ankommt, hätte man das geglaubt? Naja. Wenn man pessimistisch, wie der Steuerberater normalerweise auch ist, wir sind davon ausgegangen, dass wir, wenn alles gut läuft, dass wir vielleicht 4.500 bis 5.000 Tickets in der ersten Saison verkaufen. Aber nach den derzeitigen Vorverkaufszahlen gehen wir jetzt davon aus, dass wir die 6.500 Tickets verkaufen werden. Der große Vorteil ist natürlich, dass wir in Karlsruhe keine vergleichbare Veranstaltung haben wie in anderen größeren Städten. Und es ist natürlich eine ideale
für Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern ist das natürlich eine ideale Location. Man kann zu Zelt kommen als Zehnergruppe, man kann mit einer Gruppe kommen mit 250 Leuten. Also insofern sind wir hochzufrieden, wie jetzt das alles läuft. Aber was wird denn so demnächst in deinem Leben passieren? In meinem Leben? Ja. Was wird da passieren? Privat, sondern eher so beruflich so. Ja, es sind große Projekte oder ein großes Projekt, was ich da mit meiner Freundin eben zusammen auch starten möchte. Wir haben ein Modelabel gegründet und versuchen das jetzt halt in Kitzbühel, erstmal in Kitzbühel an die Frau insofern nur an die zu Frau? Bringen. Zunächst einmal, ja. Ich meine, wir starten mit sehr wenig Kapital und möchten da jetzt auch keine große Vorleistung, gehen. Aber wir spezialisieren uns halt auf sehr exklusive Pelzjacken und Mäntel mit allem drum und dran. Also das ist wirklich ausgeflippt mit Nieten, mit exotischem Leder, mit Swarovski-Elementen und hoffen natürlich da auch das richtige Klientel zu finden, um ja, unsere coole Pelzmode auch irgendwo ja, an die Frau zu bringen. Ist Pelz noch weiterhin umstritten oder ist das so ein Kitzbühel völlig normal? In Karlsruhe, ich könnte mir das in Karlsruhe. Ja. Also, wir sind ja heute hier auch im Dirndl rumgelaufen und in der Lederhose. Also, den einen oder anderen schrägen Blick, den haben wir gewidmet bekommen. Das stellt sich uns im Moment nicht. Also, die Frage stellt sich uns nicht. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Kitzbühel. Vielleicht dann auch später wollen wir expandieren nach St. Moritz. Also, gerade da, wo natürlich auch das Klientel vor Ort ist. Jetzt, Günther, jetzt bist du ja nicht nur mit Crazy Palace eng verbunden, sondern machst ja nebenher auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel mit Pur auf Tour gehen. Die Tour startet jetzt oder habt ihr die jetzt schon hinter euch? Nee, die Tour ist hinter uns. Wir hatten das letzte Konzert am 15. September und hatte dieses Jahr jetzt insgesamt 55 Konzerte. Das ist aber ganz schön heftig, ja. Der Start war im Februar, März haben wir Indoor-Tour, haben die großen Hallen gespielt. Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Mannheim, um einige Städte zu nennen. Und dann hatten wir im Sommer Open-Air-Tournee, auch nochmal mit insgesamt 35 Konzerten. Und wie geht's den Jungs? Den Jungs geht's gut. Die erholen sich jetzt natürlich von dem Stress. Und die beginnen jetzt dann Mitte Oktober in die Studioarbeit. Wir haben dann künstlerische Pause von eineinhalb Jahr, wo wir also keinen Auftritt haben werden. Und während dieser Zeit wird eben dann die neue Platte vorbereitet. Spannend. In welche Richtung geht die neue Platte? Altbekanntes? Altbekanntes. Oder altbewährtes? Altbewährtes und altbekanntes. Ein graues Haar ist das auch dabei. Ein graues Haar? Ob es wieder ein neues graues Haar? Nein. Ob es ein neues graues Haar gibt, das weiß ich jetzt noch nicht. Das liegt natürlich dann am Hartmut Engler. Was dem so einfällt, aber mir wird die Musikrichtung auf jeden Fall nicht verändern. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle bedanken wir uns nochmal. Vielen Dank, dass ihr unsere Einladung angenommen habt. Dankeschön, dass ihr zu unserem Oktoberfest. Ne? Ja, liebe Zuschauer, das war Kochen mal anders, Spezialausgabe Oktoberfest mit unseren wundervollen Gästen Jan und Günther. Und jetzt speisen wir noch ein bisschen weiter, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Zum Wohl.